So, heute haben wir wieder ein kleines Tutorial vorbereitet. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, warum hat der Tobias so ein grässliches Hemd an mit seinem schönen Muster drauf und warum hat der Sigi auch wieder das Talk-on-Demand-Pattern-Shirt an? Es liegt daran, wie ihr wahrscheinlich am Titel schon gelesen habt, weil in Photoshop eine neue Funktion gekommen ist oder wir sie erst jetzt entdeckt haben. Und zwar, dass man jetzt Pattern ein bisschen einfacher machen kann. Das ist für uns, für die ganzen Phone Cases und so natürlich interessant und deswegen zeigen wir euch das jetzt in diesem Video. Also, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Servus, grüß dich und hallo zur neuen Mustershow oder grässlicher Geschmackshow. Man kann sich dann aussuchen. Ja, also der Tobias hat mir heute, ich habe es selbst nicht mitbekommen, berichtet davon, dass es in Photoshop eine Funktion gibt, um jetzt einfacher Pattern zu machen. Ich habe das nicht gewusst, weil die Videos, die ich gekannt habe, waren eigentlich, also in Photoshop jetzt, in Illustrator ist es einfacher gegangen, glaube ich schon. Da bin ich aber nicht so bewandert. Also die Photoshop-Videos, die ich bis jetzt gesehen habe, da ist das Pattern machen ganz komisch geworden, das habe ich dann nicht weiter verfolgt, aber jetzt geht es ganz easy und deswegen zeigen wir euch jetzt, wie das funktioniert. Ja, Tobias, sag mal Hallo, grüß dich. Hallo, Ja. bin im Hawaii-Modus. Jetzt schauen wir, dass wir eine schöne Pattern erstellen. Genau, Ein und Muster. dazu werde ich jetzt mal meinen Screen sharen und zwar habe ich da schon mal das neueste Photoshop runtergeladen. Das ist die Version 22.0. Ich habe hier mal die Größe der Datei für die Phone Cases genommen. Das sind 1800 mal 3200 Pixel. Und ja, und jetzt werden wir uns da etwas reinziehen. Da habe ich mir von Threadbasket Stock habe ich mir da zwei schöne Illustrationen geholt und die werden wir da uns jetzt mal reinziehen. Das ist jetzt die erste. Die können wir jetzt quasi sein Smart Object. Bild von dir. Ja, genau, ist von mir. Du Mit beim Radfahren. genau. Das können wir da jetzt schon mal so ein bisschen kleiner machen, damit wir das für später dann schon mal schöner positioniert haben. Dann drücken wir die Enter-Taste und dann kommt das zweite Bild. Das Das ist bin ein ich. Bild von dir. Sehr schön. Das können wir dann jetzt auch schon mal Unrasiert. quasi anpassen, dass es ungefähr dieselbe Größe hat wie das obere, dass das besser passt. Machen wir da und dann drücken wir auch Enter. So, jetzt haben wir die beiden Sachen mal schon ungefähr die Größe, die wir jetzt haben möchten. Dann ist das nächste und einfache daran einfach, früher musste man sich jetzt spielen mit Kopieren und bla 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 und allem. Und jetzt geht man einfach auf den Punkt Ansicht, hier oben, Ansicht und dann auf Mustervorschau. Dann fragt er noch etwas, okay. Und dann sieht man, dass er also die Arbeitsfläche erweitert, aber das Bild bleibt gleich. Und dann macht er automatisch dann quasi schon so eine Pattern draus. Aber jetzt müssen wir uns noch ein bisschen damit spielen. Genau, es ist eben meine Voransicht auch nur von dieser Pattern. Die Arbeitsfläche ist weiterhin der blaue Rahmen. Ja? Und das heißt, wir können jetzt innerhalb dieser Arbeitsfläche herumprobieren, verschieben, diverse Elemente hinzufügen, rotieren etc. Und dadurch entsteht dann eine Pattern, die hoffentlich so gut ausschaut im Ende. Ja? Und Genau, und dann können wir uns quasi das kopieren, können uns da das auch nochmal kopieren und dann ziehen wir uns das hier nochmal runter. Man kann jetzt einzelne Sachen nochmal hernehmen. Vielleicht sagt man, okay, ich möchte das jetzt noch drehen, weil mir das nicht gefällt. Dann kann man, gehen wir hier hin, das können wir auch nochmal drehen. Wir könnten auch noch eine andere Datei vielleicht dazufügen, wenn wir genau, wollen. Hintergrundelemente oder auch eine Farbe dann im Hintergrund. Genau, da haben wir jetzt zum Beispiel, könnten wir jetzt da weiß Das oder Wichtige ist halt auch eben, schwarz. dass man es dann sieht, dass du diese Datei dann ja auch für andere Größen verwenden kannst. Ja, jetzt haben wir es halt nur am Handy, da hätten wir jetzt dann diese 8 Köpfe drauf. Aber wenn man das jetzt dann eigentlich für, weiß ich nicht, einen Polster verwendet, dann Ein Kissen ein Kissen unter deutschen verwendet zum Begriff. Beispiel, wenn das dann irgendwann einmal kommt. Ja.
dann wäre das Ziel natürlich, dass man dieselbe Datei verwenden kann oder dass dann, man sie zumindest, dass ich man die halt damit schnell abspeichern kann. Ich kopiere mir alle Sachen quasi und dann kann ich das nochmal drehen, wenn ich möchte, kann es auch nochmal einfach herumziehen, ja, egal was. Also es ist eigentlich ganz einfach und je mehr Elemente, dass ich hineinfüge, desto mehr Spielraum habe ich dann. Ich kann jetzt die Köpfe noch einmal kleiner machen, wenn mir das jetzt irgendwie nicht gefällt. Ja, könnte das noch einmal verändern. Also es ist jetzt viel einfacher, quasi hier, hier irgendwelche Muster daraus zu machen. Ja, also es ist man kriegt halt schneller eine Vorschau. Ja, es ist jetzt vielleicht nicht einfacher, aber du kannst halt das schneller die Vorschau, du weißt dann schneller, wie es ausschaut, wenn es wirklich multipliziert wird, die Arbeitsfläche. Ja, weil das ist eben eigentlich das Problem öfters, dass du zwar eine Pattern hast, aber sobald die dann dreimal rechts aneinander gehängt wird, dann passt sie nicht mehr zusammen. Und hier hast du dann eben gleich die Vorschau, wie schaut sie im Endeffekt aus. Genau, wie man sieht einfach, es ist dann auf Ewigkeiten größer, das heißt, man könnte wirklich das für Kissen oder für, was haben wir bei Society Six, die ganzen Decken. Vorhänge und solche Sachen, ja, Decken. Ja, genau. Dort ist ja dann eben oft so, dass du nicht diese großen Elemente hast, sondern viele kleine nebeneinander. Ja, genau. Also ich sag mal so, das wäre jetzt quasi der interessante Part von dem Ganzen. Ich werde das, obwohl wir es eigentlich nicht machen wollten, werde ich es nochmal abspeichern und dann speichern und da schauen wir mal. Ja, leider können wir noch keine Phone Cases in Deutschland hochladen, sonst könnte man das jetzt gleich, dieses tolle Ding, das du da erstellt hast, könnte man das erwerben um teures Geld. Genau, dann nehmen wir das einfach. Ein überteuertes Handycover von The Secret, höchstpersönlich. Und dann zeigen wir das. Ich bin immer noch begeistert, dass der Siege mich überredet hat, dass ich ein tolles Hawaii-Hemd anziehe, nur weil wir diese Patterns herzeigen wollen. Und in der Kamera ist es noch schierer oder hässlicher, als es in echt ist. So, anscheinend hat ja heute MBE ein Problem mit dem Hochladen von Dateien, keine Ahnung. Du hast gesagt, dass du das Problem am Vormittag schon hattest. Und jetzt haben wir uns dazu entschieden, dass wir das nicht herzeigen, sondern dass wir euch diese schöne Vorschau-Grafik, die wir schon einmal verwendet haben, dass wir hier jetzt unser fertiges Design quasi euch präsentieren. Dieses Template bekommt man von MBE selbst, oder von Merch? Ja, das ist direkt auf der Resources-Seite zum Runterladen. Mhm. Okay, das sind die diversen Guides auch drinnen. Und du hast jetzt eigentlich das normale File, das PNG lädst du rein, oder? Ja, genau. Das ist schon wunderschön geworden. Ja. Und jetzt zeigt das andere her, das ist ja schrecklich so, und zeigt jetzt wieder die Mockups her und dort schaut es dann hoffentlich halbwegs gut aus. Ja, dann schauen wir mal, es speichert gerade. Na bitte, schau, ist doch traumhaft. Perfekt, oder? Perfekt. Aber es schaut besser aus als erwartet. Ja, das stimmt. Also es könnte sogar sein, dass sich das irgendwer mal kauft. Wenn das jetzt unsere zwei Köpfe wären, dann würden es die Leute sofort kaufen. Ja, oder ich würde es mir kaufen. Na, glaube ich nicht. So, schwere Geburt, aber wir hoffen, wir konnten euch damit ein bisschen weiterhelfen und dass ihr zukünftig einfacher Pattern für Phone Cases, Kissen, Decken, Duschvorhänge oder sonst irgendwas erstellen könnt. Also wenn euch das gefallen hat, dann lasst einen Kommentar da, einen Like, ein Abo oder sonst irgendwas. Also, ja, Tobias, du kannst jetzt dein Hemd wieder ausziehen. Aber jetzt fängt es gerade an, mir zu gefallen. Ich glaube, ich gehe jetzt noch aus. Einen Cocktail trinken an der Beach Bar. Okay, also nicht vergessen, die Designs hatten wir von Threadbasket. Wenn sie euch gefallen haben, dann schaut dort mal rein. Die haben halt ganz coole Illustrationen und sind da jetzt auch eine Stockseite. Jo, also dann, wir wünschen euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Servus, ciao. Tschüss.